Weihnachtskrimi. Teil 8. Was bisher geschah. Vor dem Haus der Brenners lag eine Leiche im Schnee. Mutter und Tochter haben sie verschwinden lassen. Vater hat am nächsten Tag eine künstliche Haarlocke gefunden. Die Locke verbrannte versehentlich in einer Kerzenflamme. Die Familie hat nun gefrühstückt und Laura beginnt, den Tisch abzuräumen. »Weißt du was, Prinzessin?« sagt Erwin zu Svenja. »Wir gehen einen ganz großen Schneemann bauen.« »Oh ja«, jubelt Svenja und rennt sofort los, um Schuhe und Jacke anzuziehen. Laura bleibt abrupt stehen. »Mama«, sagt sie kurz. »Wo wollt ihr denn bauen?« fragt Hanna beiläufig. »Vor der Tür«, sagt Erwin, »so dass jeder, der kommt, gebührend begrüßt wird. Und während Svenja Schneekugeln rollt, schaue ich mal nach der Klingel.« Laura wirkt ein wenig nervös. »Soll ich nicht erst mal den Eingang freischaufeln, damit keiner ausrutschen kann und sich den Hals bricht? In einer halben Stunde könnt ihr dann bauen.« »Seit wann räumst du gerne Schnee?« fragt Erwin belustigt. »Das kenne ich gar nicht von dir.« »Mir ist halt danach«, sagt Laura knapp. »Eine Leiche reicht mir.« »Nun gut«, lenkt Erwin ein, »ich will dich nicht in deiner Hilfsbereitschaft ausbremsen. Ich schaue, wie ich Svenja hinhalten kann.« »Geht doch in die Garageneinfahrt«, wirft Mama ein. Später rollt ihr die Kugeln rüber und baut ihn auf. »Hier ist eine Karotte für die Nase.« Und so geht Erwin mit der vor Freude quietschenden Svenja hinaus in den Schnee. Laura geht mit dem Schneeschieber vor die Tür und alle sind fürs Erste zufrieden. Bis hierher für heute. Es bleiben Fragen offen. Warum will Laura unbedingt Schnee schaufeln? Was geht hier vor? Wird Erwin die Klingel endlich reparieren? Bleibt dran, denn morgen geht es weiter.